Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder zu einem weiteren Video mit mir und dem Pino. Der Pino ist schon hinten auf dem Acker, ich bin hier vorne noch. Ja, und wir sind wieder auf der Suche nach römischen Hinterlassenschaften. Letzte Woche war ich ja mit Daniel unterwegs, diese Woche mit Pino. Und wieder mit dabei habe ich meinen Deus 2 und wieder mit dabei habe ich die neue Deus 2 Fernbedienung, die ich von meinem Sponsor Tim von www.detektoren-shop.de gesponsert hat. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, Tim, dass du mir die Sachen überlässt. Ja, ich habe vom Tim ja ein komplettes Unterwasserkit bekommen, weil ich bin jetzt demnächst in Urlaub und ich tauche viel und ja, da habe ich gesagt, was gibt es nicht Schöneres, mit dem Deus 2 mal tauchen zu gehen und natürlich mit der neuen Software-Version. Ja, letzte Woche habe ich ja schon angefangen, diese Version zu testen für euch. Ich war ja immer sehr skeptisch, was die neue Software-Version 2.0 betrifft. Bei der 1.0 und 1.1, da lag ich richtig. Die ist, oder diese zwei Versionen sind fehlerhaft. Die 2.0, zumindest diese hier, die ich jetzt drauf habe, ich kann also nichts Negatives bis jetzt sagen, aber das wäre auch viel zu früh. Ich sage euch immer, Leute, hört auf Leute, die Erfahrung beim Suchen haben und auch die viele Jahre schon gehen. Nicht die einen Detektor heute mal anmachen und haben irgendwas drauf oder haben heute einen neuen Detektor und meinen da direkt drüber, ja, sich zu äußern, wie toll oder wie schlecht das Gerät ist. Also ich kann euch sagen, um euch auch jetzt wirklich zu 100% zu sagen, ist das jetzt die Top-Version. Dafür brauche ich noch ein paar Mal. Und das ist jetzt der Urlaub für mich optimal. Beim Tauchen mal am Strand, mal, ja, ich sag mal, im Wald dort hinten suchen zu gehen und so weiter und so fort. Und da sehe ich ja, wie sie sich gegenüber meiner V07.1 verhält. Oder die kenne ich ganz gut, die Software. Da laufe ich ja mit schon weit über ein Jahr. Und an der konnte ich bis heute nichts aussetzen. Aber bei der 2.0 muss ich sagen, was dort anders ist und was mir sehr gut gefällt, sind die Töne. Wie knackig und wie klar sie kommen. Das ist so wie beim Deus 1. Viele, die in Deus 1 haben und die HF-Spulen, wissen, was ich meine. Die Töne kommen viel extremer. Und so muss man sich das jetzt mit der 2.0 vorstellen. Man denkt, man hätte jetzt die HF wieder vor sich. Und das ist sowas, wo ich sage, top. Ich sagte euch immer, die leisen, feinen Töne. Hier gibt es kaum leise, feine Töne. Hier kommen die Töne direkt, oder ich sag mal, die Signale direkt bombenfest, auch von Kleinstylen. Und ich rede von Kleinstylen, die noch unter einem Streichholzspitze sind. Da denkt ihr, ihr hättet ein Sestach drunter liegen manchmal. Aber wie ihr sagt, ich will jetzt hier nicht so weit, oder ich sag mal, die Software so weit in den Himmel loben. Wie gesagt, ich habe sie jetzt einmal getestet für circa 6 Stunden, heute zweite Mal. Und ja, im Laufe des Tages werde ich ja sehen, wie das Ganze sich weiterhin verhält. Gut, das sollte es auch gewesen sein. Wir sehen uns gleich, wenn ich wieder meinen Detektor, der ist zwar an, weil ich jetzt schon das Ding an hatte. Ich werde hier keinen Bodenabgleich mehr machen, aber ich werde euch mit zu meinen Einstellungen nehmen. Also, bleibt dran, bis gleich. So, da bin ich wieder. Also den Bodenabgleich habe ich schon gemacht, aber wir wollen ja in die Einstellung gehen. So, ich habe, jetzt gehen wir mal von Anfang an, weil ich war ja schon drin. So, ich habe hier auf dem Acker einen Disc von 20 gewählt. Früher hatte ich ja immer mit der 071 einen Disc von 5 auf dem Acker gehabt. Hier habe ich schon 20 genommen, weil hier auch viel Unrat von, ja, ich sag mal, Zivilmüll liegt und auch viel Eisen noch im Boden ist. Und dann nehme ich mal ein wenig oder ich sag mal einen kleinen Teil des Ganzen mit raus, da ich extrem viel grabe. So, in der Experteinstellung habe ich einen Dreiton. Dort im Expert geht also los ab 20, der zweite geht bis 49 und der dritte von 49 bis 99. Den ersten Ton habe ich auf 100, den zweiten auf 470 und den dritten auf 862.
Aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Das muss euch gefallen, wie euch die Töne gefallen. Das ist so meine Ton. Ja, so wie ich sie gerne habe. Ja, Kronkorken aus, Notch aus. Den Bodenfilter auf 1. Ja, und jetzt gehen wir einfach Disc 20, Sensitiv 96. Frequenz habe ich von 4 auf 40. Ich habe also da nicht das Band geteilt, was ihr jetzt mit der 2 könnt. Ihr könnt euch aussuchen, ob er von 4 bis 14 oder von 14 bis 40 geht. So wie ihr Lust habt. Ich habe die volle Bandbreite erhalten. Ja, Eisenlautstärke auf 1. Das wisst ihr ja warum, weil ich gerne noch Eisen hören möchte. Wenn mal Eisen neben Buntmetall liegt, dann habe ich ein Mischgeräusch. Wenn das rausnimmt, könnte es euch vorkommen, als wenn ihr, ja, ich sag mal, einen mineralischen Stein da liegen habt. Also viele graben dann schon gar nicht mehr. Ja, die Reaktionszeit auf 2,5 statt auf 2 und die Signalverstärkung auf 4. Ja, das war's auch mit den Einstellungen schon. Ich werde jetzt loslegen und ich werde euch natürlich beim ersten Signal damit zuholen. Und die weiteren Signale werden dann nur Funde sein aus der Römerzeit oder zumindest, ja, ich sag mal, solche Objekte, die es sich auch lohnt im Video zu zeigen. Also sehen wir uns gleich. Und ich hoffe, dass das erste Signal, weil ich hier, das ist eigentlich ein guter Römeracker, aber ich bin auf dem Nebenacker davon. Ja, eigentlich gute Teile immer kamen. Okay, dann sehen wir uns gleich. Bis später. So, da sind wir beim ersten Signal. Ziemlich laut. Ein 67er. Das waren eigentlich immer die Signale, wo man sagen konnte, seht ihr, ist auch ziemlich stabil. Das sind Römer-Follies. Aber wie gesagt, hier bei der 2.0 könnte sich dann auch mal ein bisschen ändern. Und es liegt nicht tief. Das seht ihr ja selber. So, in welchem Haufen liegt es? Also hier in dem Stück. So, in dem Ober- und Knubbel hierbei wird es sein. Gehe ich mal von aus. Könnte auch Blei sein. Nein, erste Pfund. Ist auch eine Münze, aber es ist ein... Ja, ich mache erstmal aus. Ein Pinpointer. Kein Römer, sondern könnte ein Einpfennigstück oder ein Zweipfennigstück sein aus der Kaiserzeit. Ja, also ich meine, das wären 2 Pfennig. Ja, 2. Ich kann die 2 sehen. Also ihr auch bestimmt. 2 Pfennig sind das. So, und jetzt seht ihr nur noch hinter gute Funde, also Römerfunde oder Antikfunde. So, dann bis zum nächsten Fund. Bis gleich. So. Da bin ich wieder mit einem weiteren Signal. Das ist ein 71er. Ziemlich stabil. Also, ich denke mal auch, das ist jetzt kein kleines Objekt. Das muss ungefähr hier in der Rille liegen. Gehen wir mal direkt tiefer, weil ich glaube, das wird größer sein. Ah, ist draußen. Okay. Das ist draußen auf jeden Fall. So, ihr könnt es sehen. Das mit dabei. Das muss hier, entweder ist das in dem Knubbel oder in dem Knubbel oder unten bei dem ganzen Zeug. Ja. Ach nee, das ist schon rausgefallen. Was ist das? Ein Kreuz. Okay. Aber ein schönes Kreuz. Das muss aber auch gerade mit hochgepflügt worden sein und in der ersten Krume dran gewesen sein. Also das ist so, ja, ich würde mal sagen, denke ich mal 1700 rum. Da fehlt oben die Öse. Aber ansonsten ist es noch gerade. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis gleich bin ich wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Der Wind hat ein bisschen zugenommen. Hier habe ich ein Signal 52. Das springt aber ein bisschen. Ihr könnt hören, das muss jetzt in dem Bereich von dem roten Stein sein. Also von dem Ziegelbruchstück. So, und ihr seid nicht dabei. So. Nochmal, da ist es schon draußen. Ja. So, ist es hierbei. Dann jetzt meine Spaten. Also es ist da oben hier irgendwo mit drin. So, ja. Also, ich muss sagen, wirklich die bis jetzt keine Probleme mit der 2.0.
läuft stabil. Na, wo ist es denn? Ach, da ist es. Ich glaube, das ist auch wieder ein Falli, ein ganz kleiner. Ich konnte den Umriss erkennen, oder? Ist das einer? Ja. Ach, die werden immer kleiner, die Dinger, ja. Ja, das ist es ja gerade hier. Gehen auch andere suchen. Aber daran könnt ihr sehen, also mit der 2.0 auch keine Probleme, diese Mini-Follies zu finden. Ja, ob da jetzt nun was drauf ist, das ist natürlich eine andere Sache. Aber es ging darum, zu wissen, wie läuft sie. Und wie gesagt, ich kann mich bis jetzt nicht beschweren, aber dafür bin ich ja dabei, sie zu testen. Also ich würde sie mir auf jeden Fall jetzt mal auf meinen DO2-Verbindung drauf machen. Und ja, ich würde sie nutzen. Aber das ist jedem von euch selbst überlassen. Also wer mit der 0.71 zufrieden ist, soll die auch weiterhin nutzen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Signal wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Hier habe ich den 82er bis 84er Signal. Das schwingt auch manchmal höher. Aber ihr seid mit dabei. Boah, ist das warm. Man denkt jetzt, weil es so bedeckt ist, aber das drückt so richtig raus. So, draußen. So, das wird hier in dem Bereich dabei sein. Ja, wie gesagt, bis jetzt nur die Follies gekommen. Viel Blei und viel Schrott. Ja, das wird auch ein Folli sein, aber ein kaputter. Auch hier, ja, das ist ein Folli. Ein etwas größerer Folli, eben, ja, bis jetzt die kleinen. Aber wie gesagt, ihr seht ja selber, die Qualität ist... Ja, die Figur kann man hinten noch drauf erkennen. Ja, das ist es aber auch. Ja, bis jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, wir waren gleich zu einem weiteren Acker. Und ja, wie gesagt, ihr seid ja immer mit dabei. Hier habe ich wieder ein 55er Signal. Hier, das mal alles wegmachen. So. Ja, aber jetzt wie schon. Also hier, wo ich jetzt gerade weggemacht habe, hier in dem Bereich. Ja, es ist mühsam. Pino sagt auch schon. Pino geht schon zum Auto was trinken. Also hier ist auf der, wir sind ja auf einer Nebenstelle, nicht auf der Hauptstelle. Ja, Blei. Blei wieder. Ja, aber ich sag ja, das ist so, und das ist das Signal weg von mir. Das ist doch besser. Na, wo sind die jetzt hin? In dem Knubbel, ja, ich denke mal, das wird so klein sein, Pino, wird auch Blei sein, glaube ich. Oder? Ne? Oder? Ihr seid mit dabei, das ist da oben im Haufen, das wird also nichts Großes sein. Ach nee. Dann gucken wir, was haben wir? Na? Ach doch, ein Folli wieder. Und Folli, der dritte Folli. Ja. Ja. Ach, aber gebrochen, also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das sind halt Antikfunde, aber. Schrottfunde. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. Wieder ein weiteres Signal. Ein 78er. 76, 78. Sehr konstant, sehr laut. Das wird hier in dem Bereich hier sein. Ja, also, wie gesagt, bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen. So. Soll ich den Knubbel mal auseinandernehmen, das muss hier oben auch vorbei sein. Also die Software läuft gut, bis jetzt sehr stabil. Was natürlich sich auch verändert hat, sind natürlich die Eisentöne. Die kommen natürlich jetzt auch knackiger. Ne? Also man muss ja immer, na, wo haben wir das? Na? Ist das mein Spaten jetzt? Ich lege mal den Detektor weg, ich glaube, das ist der Spaten. Ach komm, bleib stehen. So. Ja. Na, wo ist er denn jetzt, der Ton? Ich hab da eben gehabt. Also ja. Hier haben wir bei. Na? Da wird er so klein. Also hierbei. Ziehen wir mal den Handschuh aus. Ja, wieder ein Folli. Ja, aber das sind die Kleinen. Ob die was werden, da zeigt sich dann zu Hause nach dem Reinigen. Meistens sind die platt, die kleinen sind meistens platt. Es gibt natürlich auch ein paar gute, aber zum größten Teil sind sie platt.
Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund. Bis später. So, da bin ich wieder. Hier habe ich das nächste Signal, ein 52er, aber auch sehr laut. Daran seht ihr mal, wie die Töne sind. So, das ist auch gar nicht mal so tief, glaube ich, ja. So, das ist da oben bei irgendwo in den Haufen hier oder in dem Knubbel hier. Na? Na, hier in dem Knubbel. Gucken. Handschuh schon mal aus. Ja. Und das ist der erste Volley. So. Ich wusste das eigentlich schon vorher, dass man hier die Volleys findet in der Größe. Oder ist das ein Knopf? Nein, ich lasse das aber auch diesmal drin. Es ist ein Knopf, dass ihr das seht. Ich habe mich jetzt vertan. Ich hätte jetzt echt gedacht, es wäre ein Volley gewesen. Aber es ist ein Knopf. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Mit dem 63er, 62er Signal. Ja, wie gesagt, es ist mühsam hier. Oh, so viele Signale, da könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist schon unmenschlich. Aber alles Schrott, zum größten Teil Schrott, wirklich Schrott. So, jetzt ist das hier bei. Hier oben bei. Schon auseinander gesprengt. Ja. Mal gucken, ich glaube, wir fangen gleich an, anders meinen. Also, das ist zwar Jammern auf hohem Niveau. Na? Na, wart hier. Na, komm, komm. Na? Ich bin so blöd, dass es das ja nicht ist, dass das noch ein Signal ist. Tatsächlich, hier muss noch ein Signal sein. Wo ist das hier? Ne, hier ist das Signal. Ah, ein Volley. Ja, aber auch scheinbar verbacken hier, das könnt ihr ja sehen. Vielleicht Eisen anhaften. Ja, mal gucken. Ne? Auf jeden Fall ein Volley ist das. Aber könnte jetzt noch was sein, oder? Ne, das war der Volley gewesen. Der hat hier ausgestreut mit dem Pinpointer. Ja, aber wieder so ein klitzekleiner. Ne? Also nichts Weltbewegendes. Bis jetzt noch nicht ein Weltbewegendes. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, da bin ich wieder. Mit einem Signal von 66, 65. Das schwenkt manchmal, geht auch ein bisschen hoch. So, wird hier irgendwo sein. Ja, jetzt kommt es besser, bleibt auf 66. So, ihr seid mit dabei. In der Traktorspur ist das Ganze. So, in dem oberen Knubbel. Ach, hier aber. Ja? Hier. Ah, ja. Okay, wartet. Man kann es schon erahnen, ja, wird ein Beschlag sein. Ja, jetzt fragt mich nicht, was für einer. Also die sind auch, die Formen, ist da was abgebrochen? Nee, glaube ich nicht. Aber das ist ein Beschlag, ein römischer. So. Okay, erster römische Teil. Okay, so hoffe ich, dass es weitergeht. Bis nachher. Alle mit dem Handy dran sind oder so. Ja, hier ist jetzt Pido. Und hier habe ich ein Signal. Ein 72er Signal. Mitteltief, könnt ihr ja sehen. So, bei Mama Pino. Letztes Signal, fahren weiter. Würde ich sagen. Ja, dann ist das. Hast du einen Volli? Pino hat einen Volli und jetzt bin ich. Ich habe jetzt Schrott, wie immer. Wenn Pino was Gutes findet, was heißt Gutes? Wenn Pino was findet, finde ich nur Schrott. Noch drin? Also tiefer. Das ist tiefer. Okay. Gucken wir mal an, dann fahren wir weiter. So, draußen ist es. Da vorne, ich sehe schon was Grünes. Granatsplitter! Ja, oder? Ah ne! Wir wollen weiterfahren. Ein Lilienschlüssel, Oberteil. Okay. Das ist wieder was für den Robert, denke ich mir mal. Aber ich mache das erstmal sauber. Das ist was für den Pino. Das ist was für den Pino, sagt er gerade.
Ja, Leute, ja, so, das ist jetzt hier der Abschluss aus dem Acker. Wir hauen ab, wir fahren weiteren Acker an und mal schauen, wie es da weitergeht. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. So, liebe Freunde, der Tag hat ein Ende gefunden. Ich dachte, ich könnte noch weiter filmen, aber wir sind wirklich rumgefahren, haben geguckt. Jetzt habe ich einen Anruf bekommen, ich muss unbedingt nach Hause, also wir hätten sonst weitergesucht, der Film will weitergegangen, aber ja, er hört leider mit dem letzten Fund auf und das war, glaube ich, der Lilien-Schlüsselgriff. Ja, Bino und ich sitzen jetzt hier, nächste Woche ist das Treffen, ich weiß natürlich, das Video wird nicht vor dem Treffen kommen, es wird weitaus nach dem Treffen kommen, ich denke, das wird das September oder Oktober Video werden. Das eine Video ist eine Mache noch vor dem Treffen. Aber das will ich euch sagen, so wie ihr, dann wisst ihr immer, wann die Filme oder wann die Videos hergestellt sind. So, jetzt werde ich euch mal zu Anfang zeigen, was wieder für ein Schrott auch in kurzer Zeit zusammengekommen ist. Also, wie gesagt, Brüche findet nicht immer nur die tollsten Sachen. Ich zeige euch nur immer die Sachen, die ich euch zeigen will, also das heißt die guten Funde. Und die Scheißfunde natürlich nicht, sonst könnte ich ein Video von 10 Stunden machen. Also schwenken wir erstmal auf die Müllfunde. So, hier könnt ihr die Müllfunde sehen, das sind auch wieder einige Sachen. So, ich habe natürlich alles damit reingetan, das ist jetzt natürlich wieder für einen, ah, der fängt an zu schreien an. Ja, das sind jetzt, ja, Bleiblomben hier, die habe ich damit reingekloppt, Münzen. Ja, die Stüber, aber die nehme ich all mit, Stüber und die feinen kleinen Münzen für ja, für die Rallye, sag ich mal, im nächsten Jahr, die kommen ja wieder bei mir rein. Ich muss ja immer wieder auffüllen. Dann hier so Bleifragmente, hier solche Kriegshinterlassenschaften, ja, Draht und jede Menge. Oder hier so Führungsringe, Knöpfe in sämtlichen Varianten. Ah, hier, das ist noch eine Münze. Der Knopf, den nehme ich mal raus. Hier einen kleineren Knopf. Ja. Bleisiegel wieder eins. Ja, Kugeln. Und hier, ja, hier seht ihr ja größere Knöpfe. Ja, Patronen, Patronenspitze, Hülsen und so weiter. Das ist der Schrott und das kann man jetzt noch dabei tun, sag ich mal. Bei den normalen Funden, aber trotzdem, sowas werdet ihr bei mir in dem Video sehen. Also so ein, ja, ich werde mich jetzt auch nicht drüber auslassen, was das für mich ist. Aber das ist für mich Proll. So, und jetzt die guten Funde. So, die guten Funde sind hier. Waren heute nicht viele. Gaben 5 Vollis. Ein etwas größerer. 4 kleinere. Als allererstes kam hier das Kreuz. Dann hier der Beschlag. Ja, und zum Schluss dieser Lilien-Schlüssel. Ob der was wird, hier sind nämlich auch Rostanhaftungen. Hier ist auch noch ein Ziegel, hier könnt ihr sehen. Der lag genau neben dem Ziegel oder der Ziegel ist mit dran gebacken hier. An dem Teil, das wird runter, aber das ist hier Rost. Jetzt bin ich mal gespannt. Und der ist auch ziemlich dünn für einen Lilien-Schlüssel. Ja, ob ich das jetzt alles zum Reinigen schaffe, weiß ich nicht, weil ich werde in Urlaub fahren. Ja, und nach dem Urlaub kann ich das nicht rein. Das muss ja während des Urlaubs hochgeladen werden. Ich denke mir mal, ich werde den Lilien-Schlüssel separat bearbeiten, ein separates Reinigungsvideo von machen, dann auf jeden Fall Bescheid wisst. So, ja, wie ihr sagt, das ist jetzt mein letztes Video vor meinem Urlaub. Nächste Woche ist das Treffen, so dass ihr das wisst. Ja, im Urlaub werde ich dann eventuell ein paar Tauchvideos machen oder ein Video. Also ich weiß ja noch ja, wie was abläuft. Aber das sehe ich ja. Und so, und die normalen Strandvideos, was andere machen, habe ich keinen Bock drauf. Also ich werde jetzt nicht am Strand auf und abheben und euch sagen, wie ich die Euros da raushole. Nee. Eventuell, wenn ich im Wasser knietief bin, ich habe ja auch das Wasserkit bei, um da Ringe zu suchen, aber ich werde nur das zeigen, jetzt wie Ringe und überhaupt den Schmuck, wenn einer was verloren hat, wenn ich den finde. Gut, das soll es auch gewesen sein. Bino ist echt heute so gesprächig.
So ein Gespräch habe ich Pino noch lange nicht gesehen. Der hat mir beinahe ein Ohr abgekaut. So wie er jetzt ist, war den ganzen Tag. Ich bin platt, ich bin müde, ich bin kaputt und es war heute so heiß. Also echt, ich freue mich noch auf eine kalte Dusche gleich. Da freue ich mich auch drauf. Oh. Also ich bin auch richtig. Also die Hitze, das ist nichts für mich. Ja, und vor allem, man müsste es an meinen Schultern sehen. Das könnt ihr wissen, ey, auch wenn die Sonne nicht immer draußen war. Ich komm, ich mach das auch wie so andere. Warte, guck mal, der Witz, das hat Spann. Und den Brustmuskel, mal gucken, vielleicht habe ich auch nochmal. Ich habe eine dreiteilige Schulter. Ich habe das, ja, ich bin 58, Leute, ne? Ich habe nur noch 10%, ihr könnt mal so gucken, 10% Körperfettanteil. Das schaffen noch nicht mal welche, die 30 sind. Ne? Also, um das nur mal zu sagen, ich kriege wieder mein Sixpack. Ich hatte früher immer ein Achtpack, ja. Das ist das Schlimme, ja. Da waren sie immer neidisch drauf. Ja, also ich hatte das so wie das Sylvester Stallone in seinen Rocky-Filmen nach oben hin. Ja, aber dafür muss man auch viel tun. Also da muss man natürlich unter 8% auf 6% Körperfett kommen. Und das mit 58 noch zu schaffen, ist schwer. Obwohl, ich werde noch weit runterkommen. Mal gucken. Aber dann mache ich auch die marzianischen. Mal gucken, kann man halt so. Diese Videos. Aber wollen wir jetzt. Das ist jetzt Quatsch, ne, mal gemacht. Das war jetzt Quatsch, also das muss ich jetzt mal machen. Wisst ihr? Ich musste das jetzt das einmal war heute machen. Heiß. Genau, da ist mir eine Hälfte von der Hirnflüssigkeit mit weggeschmolzen. Normal mache ich so einen Scheiß nicht. Aber ich musste das jetzt machen. Das hat mir eine innere Stimme gesagt. Mach das jetzt. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Mach das jetzt, ja. Genau, so. Das soll es auch gewesen sein. Ey, nicht, dass er verkehrt. Also so ein Typ bin ich nicht. Also ich muss das nicht haben. Ne? Also hey, die Spinnereien. Doch. Ich tu mal ganz kurz die Kamera wegdrehen. Schnapp an, du Sau, ey. Also, pass auf. Ne. Oh mein Gott, das habe ich doch jetzt auf. Nee, das muss blitzen. Blitz. Nee, Quatsch. Es war wirklich heute ein Hammertag. Wir sind kaputt bis zum jeden Mal. Und dann macht man so ein Spökes, wie wir machen. Also das ist alles nur Quatsch. Ne? Also ich hoffe, dass ihr das auch versteht als Quatsch. Es gibt ja ein paar Hiopais unter euch. Ich weiß nicht, da ist auch die Hirnflüssigkeit, aber nicht durch die Sonne weg. Das ist da passiert, weil sie als Kinder so oft vom Wickeltisch gefallen sind. So, jetzt zurück zu den Funden. Ja, genau. War nicht viel, ist leider so. Ja, aber ein paar gute Sachen sind bei. Genau. Ein paar gute Sachen. Ich habe leider nur Vollis, die liegen jetzt nicht da. Das ist auch nicht so. Ja. Aber ja. Wieso? Ja, besser als ja nichts. Ja, ja. Ne? Besser als eine Nullrunde. Kann ich immer, immer eine Fibel finden? Nee, ich sag ja. Ich hatte erst gedacht, Leute, hier wird eine Nullrunde. Ja. Weil es war ja wirklich unsere Ecke, wo wir sonst drauf sind. Sind entweder noch nicht frei, weil da entweder Mais oder Rüben drauf sind. Oder sind auch noch Kartoffeln drin. So, und die frei waren. Da musstest du gucken, waren die gerade gegrubbert, da brauchte man gar nicht drauf zu gehen, weil man eingesunken ist bis zu, ich sag jetzt mal übertrieben, bis zu den Knien. Da ist zu viel Luft drin. Das ist keine Tiefe. Nee, da habt ihr erstmal keine Tiefe und die Signale sind ganz anders. Ja. So, und die gut waren, wir waren eben auch auf meinem Lieblingsacker, was hat der Bauer da gemacht? Da hat der Klärschlamm vom Feinsten drauf gemacht. Der ganze Oberfläche. Alles voll Müll. Und das wäre ein Acker gewesen. Das war so in meinen Bestzeiten. In 2-3 Stunden hatte man da 50 Römermünzen gehabt. Und da hatte man da in Bestzeit, ich sag mal, nach 3 Minuten 5 Wurstbällenenden gehabt. So eine Art. Mehr. Ja. War leider nicht so. Also wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir hier haben und gut ist. So, ich hoffe, dass ihr überhaupt den ganzen Quatsch bis zum Ende guckt. Und denkt euch sowieso, das sind zwei Idioten. Das sind wir auch. Zieh mich da nicht mit rein. Was? Da, wir sind dann. Okay. So. Daniel ist in Urlaub. Ja. Und für mich hier nächste Woche in Urlaub. Okay. Aber ich bleib zu Hause. Er bleibt zu Hause. Der darf nicht in Urlaub. Genau. Der hat ihn nicht verdient. So, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass ihr den Quatsch verstanden habt. Wie gesagt, es ist Spaß und ich lasse alles bei mir im Video drin. Nicht wie andere, wird nichts rausgeschnitten. Es bleibt so, wie es ist. Okay, bis dann. Tschüss, ciao. Euer Marc.